So, wie gesagt, mit den Wasserfallen können wir hier. Es wird wahrscheinlich jetzt relativ dunkel sein für euch. Mit Wasserfallen können wir halt hier die Fackeln ausschießen. Aber auch da haben wir halt immer nur eine begrenzte Stückzahl von. Wo ist denn der andere jetzt hingegangen? Bleibst du da hinten stehen? Hm, dreht um. Kommt wieder zurück. Wenn er hierher kommt, wäre das ganz gut, weil wir ihn da niederknüppeln könnten. Zum Glück sind wir ja hier noch gut versteckt. Die murmeln halt auch immer gerne was vor sich hin. Und tschüss. Wünsche fröhliches Schlafen. Wieder einer weniger, den packen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack. Hier ist nichts, da hätte man halt auch ablegen können. Da gibt es halt immer so verschiedene Möglichkeiten. Und ja, dort kann man sich dann am besten eigentlich der Wachen entledigen. Dafür sind diese ganzen leeren Räume halt eigentlich da. Ein bisschen Wasser. Und hier geht es dann weiter. Ich könnte mal versuchen, das nächste Mal beim Stream, dass ich hier einfach den Dings ein bisschen hochstelle, den Gamma-Wert, dass es für euch etwas heller ist. Weil, ja, ich glaube, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr zu sehen sein. Okay, hier ist noch jemand. Scheint hier in der Ecke zu sein. Yep. Nutzen wir mal die Gunst der Stunde. Ich bedanke mich. Wie dunkel ist es hier? Na, noch nicht ganz dunkel genug. Gehen wir einfach mal dahin. Na? Da wäre es schön dunkel. Ihr wisst ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Okay, jetzt eine Truhe. Die ist sogar auf. Was haben wir denn aufgenommen? Eine Blitzbombe. Ach genau, das dachte ich, hätte ich schon eingestellt. Spiel automatisch verwenden, dann kriegen wir wenigstens halt an. Demnach mache ich mir auch mal gerade an. Dann kriegen wir wenigstens angezeigt, beziehungsweise wird automatisch auf das gewechselt, was wir gerade aufgenommen haben. Weil, ja, so wie es jetzt halt gerade gelaufen ist, sieht er ja, dann weiß man halt nie, was man mitgenommen hat. Und das ist halt immer etwas stressig. Okay, dann können wir hier langsam mal nach oben. Der Keller wäre fertig durchsucht. Hier, genau, hier war doch auch noch irgendwas. Noch zwei Truhen und jemand schläft. Da ist eine Vase drin, die jetzt nicht sonderlich nützlich ist. Problem ist halt, wenn wir die jetzt wegschmeißen, macht das Lärm. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch ein paar Andenken mitnehmen. Ja, und da hatten wir jetzt 5 Gold drin. Hier ist es relativ dunkel. Ist hier jemand? Nee. Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Man kann halt diese Banner abschlagen. Und manchmal ist da was hinten dran. So, ich möchte mal nach dem Schlarchsack gucken. Dort wird eventuell ja noch was zu holen sein. Hoffe ich zumindest mal. Da kamen wir her. Da hinten wird geschnarcht.
Schlaf schön weiter, mein Lieber. Nee, hier scheint sonst nichts zu sein. Dann lassen wir das einfach mal. Und schauen dann mal noch eins weiter. Ja, ist ja gut. Ach, der Apazi. Hallöchen. Ja, könnte man auch mal anfangen. Nur ich hatte jetzt, da ich es ja bei Cobra jetzt die Tage mal wieder gesehen habe, Lust auf das Alte. Habe jetzt auch eine Stunde noch mal dran rumbasteln müssen, bis ich die ganzen Mods dann hier reingepackt habe. Schleich. So. Mikro halt leicht, okay. Ja, aber ich finde das eigentlich etwas angenehmer als, also ich, das ist halt nicht so dumpf wie das vom MMX2. Ich kann mal wegen der Positionierung noch ein bisschen testen, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ding. Es war, glaube ich, eine gute Investition. Ah, da hinten haben wir noch so ein Banner, das ich mal noch abschlagen könnte. Genau, das ist mein neues. Das kam ja gestern schon an, heute kam dann das Headset dazu, beziehungsweise die Kopfhörer und dann konnte ich das jetzt auch mal zusammenbasteln. Da haben wir auch nichts hinten dran, schade. Ah, wir könnten nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir sind jetzt halt irgendwo hier. Die Karten sind ja genau, den Eingang hatten wir ja schon. Da geht's dann rein, Innenhof und so weiter und so fort. Machen wir dann später. Jetzt gucken wir erstmal, was sich hier hinter verbirgt. Eine Wache. Ach, die Küche. Ich erinnere mich. Gute Nacht. Jetzt können wir dir das ganze Gemüse und Zeug mitnehmen. Wir könnten ihn zum Beispiel jetzt da reinschmeißen und dann verbrennt er. Geld. Von daher möchte ich das mal lieber vermeiden. Könnten dich aber eigentlich auch mal hier rauspacken. So. Oh ne, das ist mir noch nicht dunkel genug. Wo haben wir denn ein dunkles Fleckchen? Oder ich gehe halt einfach mal davon aus, dass hier in die Küche sonst keiner reinkommt. Wenn wir jetzt verletzt werden, könnten wir uns halt so einen Käse reinschieben. Oder halt so ein Hammelbein. Und hier hätten wir noch eine Schrift. Cedric, bitte sprich wegen des gestrigen Abendessens mit unserem Koch. Obgleich das Mahl meinen Anweisungen prinzipiell entsprach, argwöhne ich, dass das Lamm nicht in diesem Frühjahr geboren wurde. Auch ist mir nicht entgangen, dass er den Salat aufgewärmt hat, um dessen Welken zu verschleiern. Wenn unser Koch nicht in der Lage ist, angemessene Zutaten zu besorgen, kann er ersetzt werden. Und wenn er dieselbe Ausrede bezüglich der Knappheit auf dem Steinmarkt vorbringt, erinnere ihn bitte daran, dass das Obst- und Gemüsebudget um die Hälfte höher ist als im vorherigen Jahr. Damit müsste selbst er geeignete Lebensmittel einkaufen können. Lord Baffert. Ja, scheint ein sehr reizendes Persönchen zu sein. Was haben wir denn hier? Wir könnten ihn, glaube ich, hier auch einfach mal entsorgen. Komm mal her. Danke. Dann prügeln wir dich einfach mal hier irgendwo hin. So, hier ist doch bestimmt immer noch nicht dunkel genug. Okay, ich glaube, hier sind wir dann auf der anderen Ecke oder kommen irgendwann wieder zu der
Schlafmütze zurück. Ist da schon jemand besoffen? Ja, das mit dem Holz ist ein bisschen blöd hier. Er scheint dahinter irgendwo zu sein. So, damit wären wir jetzt hier mehr oder weniger im Hauptanwesen drin. Und gerade nochmal hier gucken. Haben wir da irgendwas? Nö. Nichts Schönes versteckt. Höre es trappeln. Ja. Nichts. Na kommt schon. Kommt schon. Du hast nichts gesehen. War wohl nur der Wind. Genau. Das himmlische Kind. Ein sehr harter Wind. Zack. Erledigt. Mitkommen. Ich glaube, hier oben war es relativ ruhig, oder? Jupp. Dann. Flupp. So. Ah, schade. Ich dachte, es wäre ein Silberteller. Prügeln wir den nochmal auf den Boden. Hier irgendwas Geheimes, Verstecktes Ding dran? Nein. Nein. Und nein. Gut, dann machen wir dir vielleicht noch das Licht aus. Dass du besser schlafen kannst. Speichern einmal fix und weiter geht es. Niemand? Kollege ist mal wieder betrunken oder unter anderem betrunken. Weil keine Ahnung, ob sich das irgendwie auf die Aufmerksamkeit der auswirkt. Komm, hier in der Mitte ist bestimmt auch irgendjemand. Da ist noch eine Vase, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was haben wir denn hier? Ein paar Gemälde. Geld. Die Flaschen bringen nichts. Wie gesagt, mit den HD-Texturen sieht das schon sehr, sehr hübsch aus. Cobra spielt ja noch mit Originaltexturen. Auch weil man dann, wenn man einmal in den HD-Texturen drin ist, oder wenn man die einmal aktiviert hat, das Spiel halt von vorne anfangen muss. Die alten Speicherstände gehen dann nicht mehr. Schleich? Oh, eine Nachricht. Und hier rennt irgendwo jemand rum. Ah, da. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein. Alles ruhig. Na gut. Hat er sich dann wohl da irgendwo hin verzogen? Können wir denn jetzt mal gefahrlos das lesen? An das gesamte Personal. Da der Herr heute Abend auswärts speist, haben die Hausangestellten und Diener die Nacht frei. Die Wirtschaftler haben aber trotzdem die Räume fertig zu machen und auf Hochglanz zu bringen. Die Hauswache sollte in dieser Verfügung keine Gelegenheit sehen, ihre Pflicht zu umgehen. Jede Nachlässigkeit wird dem Herrn zur Kenntnis gebracht. Cedric. Na, der wird sich freuen, wenn er wiederkommt. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. Wer ist da? Ist da jetzt? Niemand. Ich glaube, die werden in den späteren Teilen noch etwas aufmerksamer. Sie ist eine wunderbare Stelle, um die ganzen Wachen zu entsorgen. Lupf. Weg damit.
Speichern. Jetzt mal auf der anderen Seite hier. Einmal weg. Zweimal weg. Und dass der eigentlich jetzt hier auch zu erwarten war, dass da nichts hinter ist. Na gut. Schauen wir uns mal hier um. Ja, ja. Ist halt auch kein Lichtschwert. Es macht noch schön Wusch, wenn man damit zuschlägt. Ist es eigentlich zu dunkel oder... Also ich meine, hier in den Ecken, also im OBS-Vorschaufenster, kann ich da eigentlich schon fast nichts mehr großartig erkennen. Ich muss mal gucken, ob ich das... Okay. Ach, hier war ich schon. Das ist ganz gut. Ob ich das dann vielleicht umstelle. Dass ich da den Gamma-Wert ein bisschen hochschraube. Aber dann ist ja gut. Ja, auch hier mit den Texturen. Also die machen das halt schon. Die haben da echt noch eine ganze Menge rausgeholt. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal bei Cobra vorbeischauen. Der macht das ja mit Originaltexturen noch gerade als Let's Play. Zumindest nach meinem letzten Stand. Weiß auch nicht, wann er da das letzte Folge jetzt rausgebracht hat. Vielleicht haben wir 2.305. Da haben wir schon fast unseren Soll erfüllt. An Geld. Oder an Diebstahl. Gehen wir mal nach oben. Eine Fackel und ein lauter Boden. So, damit dürften wir jetzt eigentlich mal gerade nachschauen. Genau, Geld haben wir genug. Und dann brauchen wir jetzt das Prunkzepter noch. Speichern wir das mal fix. Hier wird es ein bisschen... Kniffliger, weil jetzt hier die Böden so laut sind. Okay, den könnten wir gleich kriegen, wenn der hier vorbeigeht. Meins? So. Ich glaube, den packen wir einfach mal hier auf die Treppe drauf. Und tschüss. Falsch schön. Zum Glück können die sich da nicht die Knochen brechen, wenn sie da runterfallen. Da hinten ist noch eine Tür. Allerdings auch noch irgendwelche Gegner. Jupp, dann viel Spaß beim Aufnehmen. Wusch. Ah, toll. Wo ist denn da jemand? Ich schätze mal da drin irgendwo. Feuer, es geht noch weiter nach oben. Da ist jemand. Ah, fuck. Nein. Ich bin sicher, ich habe was gesehen. Ach was. Hallo? Ist da jemand? Nein, nein, keine Sorge. Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Das zwei? Ja. Da muss ich echt schnell sein jetzt. Genau, komm du mal hier rein. Das hast du nicht gehört, oder? Doch, hat er. Fuck. Für Blut. Ärgerlich. Wie? Mist, daneben geschlagen. Das war deine letzte Chance. Ja. Ist das alles, was du kannst? Nicht mal ein Kratzer. Wir könnten ihn jetzt halt noch so lange prügeln. Aber dann geht er halt irgendwann drauf. Von daher. Ja. Sehen wir jetzt, also ich werde es gleich nochmal neu laden. Hier haben wir jetzt eine Leiche, zack. Und da haben wir einen bewusstlosen Körper.
So, das möchte ich aber bitte nochmal machen. Und vielleicht kann ich da auch von oben irgendwas regeln. Husch, 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 husch. Hm. Abstellkammer oder was haben wir hier? Ah, eine Truhe. Mit noch mehr Geld. Sehr cool. Immerhin das haben wir dann noch gekriegt. Ich glaube, da müssen wir uns halt überlegen, wie wir das am sinnvollsten hinkommen. Ihr dreht sich auch jedes Mal genau hier bei der Tür um. Hier ist nichts versteckt soweit. Ja, ich warte mal gerade, bis er wieder weg ist. Da drüben. Rein. Ich bin sicher, ich habe was gesehen. Okay, speichern. Dann lassen wir die jetzt einfach mal. Da unten rennt noch jemand rum. Was haben wir denn hier Schönes? Ist halt auch alles sehr symmetrisch aufgebaut. Oh, du gehst hier rein. Na, fast. Etwas heller hier drin. Hm, Schlaflager. Da war nichts drin. Da haben wir was zu essen. Ein paar Möhren. Jo, Gold. Auch das hat sich dann nochmal einigermaßen gelohnt. Was war das? Nix. Und hepp, das war knapp. Glück gehabt, dass er sich gerade weggedreht hatte. So, haben wir denn hier wieder... Hepp, Busch. Nein. Nett. Ein wunderschönes Bildchen. So, hier haben wir eine Tür. Ob er die auch liest? Oder sind sie nur zur Schau? Wer weiß. Wir haben ja noch was zu lesen. So, Papyrus, möchte ich mir gerne anschauen. My Lord Beffard, ihr sagtet, ich sollte mit Ginny reden. Ich hab ich getan. Dragbaun meinte, die Hamaritenherzen sind wohl unterwegs gewesen. Schleichend und schnüffelnd haben so manchen gekrallt und der ist dann im kalten Stein unten in ihren kettengeschmiedeten Zellen verschwunden. So sieht's aus. Hier haben sich in der letzten Dunkelheit euren Händler Tarquis und zwei Kunden gegriffen. Die Namen seien Lyselle und Ryan. Einfach eingesackt, als sie rausgingen, und es waren nicht die ersten, sagt Ginny. Kein Wunder, dass Dragbaun dieser Tage immer schlechter besucht wird. Kann einerseits keiner was dafür, aber ich habe Ginny doch ganz schön gedroht mit Blut, Untergang und so. Habt keine Sorge, er wird jetzt ganz schnell lernen, wie man sich die Hamariten vom Leib hält und ablenkt. Ich muss sagen, die Übersetzung ist, ich glaube, das ist eine Fanmade Übersetzung. Ich muss sagen, die ist echt deutlich schlechter, als ich das irgendwie in Erinnerung habe, oder die ist nicht wirklich gut gelungen. Wegen eurer Victoria noch nichts Neues. Wenige Spuren, wie ich von der gefunden habe, wandelt sie wohl schon 3 cm über der Erde. So, der Herr Dominik hat das geschrieben. Ich habe mich mal gerade einmal nochmal geräuspert. Gut, einfach nur ein normaler Teller. Schade. Ja, da. Das sieht wertvoll aus. Hier haben wir noch ein Buch. Verehrter Lord Beffard. Eine jüngst erhaltene Lieferung von Antiquitäten aus Bonn
Enthielt einige Stücke, die, so erlauben wir uns aufgrund eurer früheren Käufe zu vermuten, euer Interesse finden könnten. Die Beschreibungen liegen anbei. Wir würden uns freuen, euch jederzeit in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen, um die Stücke oder andere Antiquitäten persönlich zu begutachten. Ein Prunkzepter von etwa 1 Meter Länge in den Korpus aus Wehrholz ist das Muster aus Doppelstern mit Punkt geschnitzt. 15 cm der Zwinge sowie 12 cm des Griffs sind in poliertem Kupfer eingefasst und mit feinster Dunkelglasur überzogen. Überragendes Merkmal des Prachtstücks ist jedoch der 15 cm große Wolkenstein in Tränenform. Eines der prächtigsten Exemplare, die wir je gesehen haben. Eine Schatztruhe aus silbernem Birkenholz, gut 60 x 80 cm groß. Der Deckel besteht aus Perlholz mit Einlegearbeiten aus Onyx. In das Holz ist ein Labyrinthmuster geschnitzt. Die Truhe steht auf Füßen in Form geschnitzter Löwenbranken, deren jede eine Kristallkugel umklammert. Das Thruninnere ist in zwei Hauptfächer unterteilt. Eines besitzt Glasborde, das andere nicht. Unter den Fächern befindet sich ein verschließbares 5 cm hohes Geheimfach. In diesem falschen Boden könnt ihr eure wertvollsten Schätze lagern. Aha. Interessant. Antiquitäten. Schön, hat er das schon? Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wenn wir dann irgendwo eine Truhe mit Löwenpranken finden, wissen wir ja, wo wir zu suchen haben. Nett. Speichern. Hier nochmal hinten dran gucken, ob da nichts versteckt ist. Aber ich glaube ja nicht. Nein. Da wäre schon mal nichts. Hallo? Oh. Ich stehe genau im Licht. Dann hoffen wir mal, dass er noch hier schnell vorbeigeht. Scheint er. Beziehungsweise er geht wohl da runter. Oh, da hinten ist ja einer. Ungünstig. Gehen wir mal schnell wieder in den Schatten. So, das Ganze möchte ich nochmal speichern. Ja, Mods doch nicht hier rum. Du alte Meckerliese, du. So, dann geh jetzt mal deine Runde. Dass wir dich schnappen können. Danke. Und dann packen wir dich da hinten in die Ecke. Da ist es schön dunkel, da kannst du gut deinen Rausch ausschlafen. Wir haben jetzt auch einen neuen Schlüssel bekommen. Nein. Scheint alles ruhig zu sein. Du kommst auch hier rüber? Okay, dann gehe ich vielleicht mal hier in die Ecke. Ups. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ach, es war bestimmt nichts. Ja. Dreht euch Ganga! Ging besser, als ich erwartet hätte.